haben wir denn eigentlich alles hier? Wir haben nur Schläger, oder? Nee, nur Schläger. Ist irgendwie langweilig. Wieso trägt den eigentlich keine Heiltränke? Mann, oh, hätte man Lurium-Tränke kaufen sollen oder so. Das ist der letzte. Ja, sehr schön. Wir sind aufgelevelt, wir geben uns mehr Stärke. Da sind wir fast schon bei 50. Ha. Oder erhöhen wir mal unsere kritische Trefferchance, damit wir mehr kritische Treffer machen. Ich glaube, das wäre eigentlich auch ganz gut. Was wollen wir uns denn jetzt? Adrenalinstoß. Verbessern. Der Berserker kann Adrenalin nun so häufig einsetzen, wie er möchte, wodurch er Schadensbonus. Ja, okay. Was sollen wir sonst holen? Haben wir sonst nichts mehr, nicht wahr? So, Katerschläger. Was habt ihr denn so? Ein verzierter Clanschild und alles Mögliche. Das ist super. Kiste. Trockener Keks. Heiltrank. Ihr hört den Gegenstand Heiltrank. Aha. Ich habe gerade gedacht, einer wäre doch noch am Boden gewesen, aber habe ich mir wohl eingebildet. Hier ist noch Schutt. Aha. Müll und grobes Fell. Aha. Wieder Müll und grobes Fell. Wahrscheinlich vom Bronco. Bronto. Was er verloren hat. Kiste. Da. Der Bildnisring, höherer Gürtel, ja. Primitive Steinstatuette, noch ein Heiltrank. Oh! Das bringt ja gar nichts bei denen. Das bringt ja wirklich nichts, ist ja langweilig. Ey, meine Schwester umgebracht, schon wieder. Und anders ist aufgelevelt. Das ist wunderbar. Wieso verrecken unsere Gefährten die ganze Zeit? Blöde Magier. Ich glaube, die müssen wir tatsächlich ausrüsten. So, ein bisschen Geld. Hier haben wir noch eine Tür. Pass auf, wir gehen rein, wir gehen raus und dann steht da wieder ein Haufen Krater. Ein zweischneidiges Schwert. Das ist wahrscheinlich sogar besser als unser Schwert. Das können wir wahrscheinlich, dürfen wir aber wahrscheinlich gar nicht benutzen. Nee, ist sogar schlecht. Bin ich irgendwie beruhigt. Ah, ich bin überrascht. Keine Gegner. Noch mehr tiefe Wege. Warum haben wir uns nochmal darauf eingelassen? So diese tiefe Wege. Ist es doch gar nicht, Blondschopf. Ihr könntet auch Sündenfall mit dem Elf spielen und noch mehr Geld an ihn verlieren. Wenn das so weitergeht, zahle ich meine Schulden noch bei ihm ab, wenn ich längst tot bin. Ja, du bist ja doof. Was wettest du auch mit Fenris? Der hat einen super Pokerface. Vollidiot. Habt ihr schon mal daran gedacht, den grauen Wächtern beizutreten? Was? Sie würden euch mit Freuden euren unerklärlichen Wunsch erfüllen, alle paar Jahre die tiefen Wege aufzusuchen. Halt die Klappe, anders. Schon klar, dass du die tiefen Wege nicht magst und schon klar, dass du unloyal bist. Aber interessiert mich ein Scheiß. Torschlüssel, verziertes Amulett, geflochtener Steinring und Hoherring. Bericht eines Spähers. Mein Trupp wurde entsandt, um eine Einschätzung über die befestigten
Bauwerke abzugeben, die über der nördlichen Karawanenroute in den Wimmarkbergen aufragen. Die Bibliothek des Vicomte legt nahe, dass die Gebäude Teil einer alten Festung der Grauen Wächter waren, die erbaut wurde, um den Pass zu überwachen, bis sie schließlich aufgegeben wurde, als die Freien Marschen die Unabhängigkeit von Ferelden erlangten. Unsere Untersuchungen haben ein Bauwerk zutage gefördert, das angesichts seines Alters noch bemerkenswert stabil ist. Die Fundamente der Festung reichen tiefer in den Fels hinein, als wir erwartet hätten. Zwei Ebenen unter der Oberfläche sind wir dann auf eine Reihe gewundener unterirdischer Wege gestoßen, die aus dem Berg selbst gestemmt wurden. Ich habe den Männern befohlen, dort ein Lager aufzuschlagen. Nicht einmal eine Stunde später berichtete einer der neueren Männer von Stimmen aus der Tiefe. Er geriet in einen richtigen Wahn und verlangte, wir sollten die Gegend unverzüglich verlassen. Es kommt häufig vor, dass jene, die wir engdörflich gewohnt sind, in eine derartige Hysterie verfallen. Doch glücklicherweise war ich in der Lage, ihn zu beruhigen, bevor sein Toben auch den Rest des Trupps benachrichtigen könnte. Heute Morgen war er allerdings verschwunden. Seine Spuren führen tiefer in die Höhlen hinein. Wir werden ihm folgen müssen. Aus einem augenscheinlich ziemlich alten Bericht eines Spähers. Ja, ich glaube, der Typ war nicht nur hysterisch, weil er... Oh. Boros, den Schützen. Was sind das denn für viele? Sehr krank. Überraschend anders, dass wir gewonnen haben. Ich meine, wir gewinnen ständig. Hier hatten wir hinten doch einen Aussichtspunkt. Möchte stehst. Na nu. Was sind das denn für komische Schlieren da? Und wieso sieht das zwergisch aus? Das sieht nicht nach grauen Lichtern aus. Das sieht zwergisch aus. Wie der Paragon da unten. Ja, diese Statue von dem Paragon. Nehme ich an, dass es Paragon ist. Erledigt. Na gut, es könnte ein Zwerg sein, der bei den grauen Wächtern dabei war. Was? Oh, den kommt ewig. Lebendig. Aber wir rennen hier in eine Falle nach der anderen. Verstehst? Ja. Wir haben den Helm bekommen. Den durften wir eigentlich gar nicht ausrüsten. Alter Helm der grauen Wächter. Der ist besser. Ich rüste den mal aus, um zu gucken, wie er aussieht. Total bescheuert. So. Hinab in die Tiefe. In den Helm. Au. Feuer und Eis? Eis und Feuer? Hat die Bethany gerade gesagt. Ich gebiete über Feuer und Eis. Über Eis und Feuer. Dragon Age ist ja stark beeinflusst von George R. R. Martins, das Buch von Eis und Feuer. Das Lied von Eis und Feuer. Das sind ja mehrere Bücher. Auch bekannt unter dem Namen Game of Thrones als Serie. Aber ich glaube, die Einflüsse haben nachgelassen im zweiten Teil. Da haben sie eine eigene Identität aufgebaut. Das war im ersten Teil deutlich deutlich. Wieso schnarcht da jemand? Außer Reichweite! Ich weiß nicht, wer aktiviert die Falle. Gucke nach, was passiert. Was ist denn hier denn? Au. Die war doch schon lange vorbei.
Wir sind hier, sind so viele Flanken. Pamphlet, Gefangennahme von Hawk. Wir haben Bethany Hawks Spur zur Geigenburg verfolgt, wo die Magier untergebracht sind. Bringt sie gesund und unversehrt wieder. Das Blut von Malcolm Hawk darf nicht verunreinigt werden. Tötet jeden, der sich euch in den Weg stellt, aber tut es in aller Stille. Der Gewaltige wird euch für eure Dienste reich belohnen. Im Namen des Meister Korypheus möge er erneut die Sonne sehen. Zwerge können keine Magie benutzen, weder Blutmagie noch sonst irgendeine Art. Und was hat das alles mit Vater zu tun? Die Charta sollte es auf Gold abgesehen haben, nicht auf Blut. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich nehme mal an, dieser Korypheus ist wohl irgendeine Art Dämon. Ich schätze, diese Antwort kann uns wohl nur Korypheus geben. Groß kombiniert, Sherlock. Nee, Watson. Kleine Geldbörse. Korallenbruchstück. Schon wieder ein Korallenbruchstück. Wo haben sie denn immer her? Huch, da hinten ist noch ein Heiltrank. Tür. Was? Ist doch eine Falle. Sieht aus wie eine Falle. Ist nur blöd platzierte Treppe. Hallo. Du bist erledigt. Komm ich denn da hoch? Das soll doch wohl ein Witz sein. Ach, wir vergessen es. Oh, die sind alle im Boden, also die Pferde sterben die ganze Zeit. Eric, du bist schon wieder am Boden gewesen. Nee, jetzt war Bethany einmal am Boden, Anders war einmal am Boden und Eric war einmal am Boden, da fällt ja nur noch wieder. Wieso ist der hier drin? Ich mach den mal nicht auf. Der bleibt lieber zu. Truhe, Stiefel der Festung, primitive Ornat von Weißhaupt. Neue Codex-Eintrag, Ornat von Weißhaupt. Preiset Korypheus. Wie so viele von euch war auch ich einst nicht zweiteils dievischer Abschaum. Ich war ein Diener des Goldes und meine eigenen niederen Bedürfnisse. Doch dann habe ich seinen Ruf gehört. Ebenso wie euch hat Korypheus euch mir die Augen geöffnet und mir die Wahrheit gesagt. Auch mir die Augen geöffnet, so. Was ist die Charta schon verglichen mit Korypheus? Nichts als Staub und Asche. Allein Korypheus ist ewig. Wir sind seine Hände und Augen an der Oberfläche. Wir sind diejenigen, denen er es anvertraut, ihn aus seinem Gefängnis in den tiefen Wegen zu befreien. Sobald Korypheus ins Sonnenlicht tritt, werden wir belohnt werden. Preiset ihn. Preiset Korypheus. Aha, das ist ja interessant. Ach, ich würde sie so gerne tragen. Aber ich darf nicht. Ja, ich mach's einfach. Scheiß drauf. Wir werden wahrscheinlich noch Ausrüstung viel besser sein. Ich es ja mal versuchen. Mach doch mal. Mr. Echo. Das war leicht. Münzstapel. Und noch ein Heiltrank. Naja, eine Verletzungsausrüstung. Die kommt uns ins Gelegen. Wir brauchen die nämlich. Was soll ich machen?
Das ist doch Unsinn. Was soll ich machen? Das ist doch Unsinn. Willst du mich verarschen? Oh, wahrscheinlich Schlüssel zu. Puh, vielleicht hat der den. Wir brauchen immer noch mehr Willenskraft. Es ist unglaublich, wie wenig Willenskraft wir haben und wie viel wir verbrauchen, wenn wir den Berserker-Modus drin haben. Schutt, vielleicht ist da hier der Schlüssel. Nö. Ah, hier ist noch eine Kiste. Kiste. Da, Knochenring. Also ich muss mal ganz kurz was machen. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Oder so, da bin ich wieder. Ich weiß nicht, ob ich es rausschneide oder nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber mein Kater hat mal wieder ein bisschen rumgesponnen. Da musste ich mich kurz um den kümmern. Jetzt ist er mir auf den Schoß gestiegen, das Schwein. Komm, Kater. Ich hab keine Zeit für dich. Wehe, du machst Müll. Schmeiß ich dich raus. Leg dich einfach schlafen, es ist 2 Uhr nachts. Da geht's runter. Ah, Brief und Truhen. Der Schlüssel des Gewaltigen. Die Wächter hatten den Schlüssel nicht sonderlich sicher verwahrt. Er lag in einem Repositorium zusammen mit verschiedenen Gegenständen von geringem Wert. Tant. Verstaubte Trophäen der grauen Wächter. Nicht einmal eine Wache hatten sie postiert. Diese Narren. Wenn sie nur wüssten, was sie hatten und verloren haben. Es wird durch meine Bemühung nicht erwachen. Er wird durch meine Berührung nicht erwachen. Er schläft und seine Macht bleibt in ihm verborgen. Der Gewaltige sagt, Malcolm Hawks Blut sei erforderlich, ihn mit zu wecken. Nur dann können seine Kräfte ihn befreien. Ich will den Erben des Blutes finden. Und der Gewaltige wird mich belohnen. Ja. Ich hoffe, es geschieht schon bald. Aus dem Tagebuch von Ratigan, Anführer der Carter in Kirkwall. Ein auf Vaters Blut eingestimmter Schlüssel? Das ist äußerst unwahrscheinlich. Immerhin war er kein Blutmagier. Richtig? Wenn das hier etwas mit eurem Vater zu tun hat, sollten wir lieber zusehen, dass wir diesen Schlüssel in die Finger bekommen. Vielleicht war unser Vater ja doch Blutmagier. Warme Kugel. Hört sonst noch jemand dieses Trommeln? Ich höre kein Trommeln, nein. Trockener Keks, vergifteter Schreibfehler, verzaubertes Langschwert. Vergifteter Schreibfehler oder vergilbter? Haben wir jetzt einen Schlüssel aufgesammelt? Weil hier ist ja noch diese eine Tür. Daraus wird nichts. Barry kann die auch nicht. Wahrscheinlich ist er nicht gut genug im Schlösserknacken. Wahrscheinlich nicht klug genug. Ich bin enttäuscht. Boah, er kann ja eigentlich die komplexen Truhen öffnen. Ich weiß allerdings nicht, ob er die meisterhaften Truhen öffnen kann.